Aloha, Namaste. Ja, schön, dass du dieses Video einschaltest. Ja, sagt dir eine Lachdusche was? Wenn du schon mal bei meiner Stunde warst, dann kann es sein, dass du die Lachdusche erlebt hast. Und es gibt verschiedene Ausführungen. Und ich möchte heute so ein bisschen weitergehen, um auch nochmal dich da sensibler zu machen. Und wenn du magst, dann, ja, ich weiß nicht, inwieweit du vielleicht das Video jetzt hier so anschaust, dass du vielleicht ein Handy in der Hand hast und dadurch nicht flexibel bist. Bitte leg das ab, sodass du draufschauen kannst. Und ja, vielleicht stellst du dich auch hin, weil du das dann einfach besser nachvollziehen kannst. Na, eine Dusche, die kennt, glaube ich, jeder von uns. Und ja, erinnert uns so ein bisschen auch daran, dass Wasser ja auch ein sehr wichtiges Element ist. Nun haben wir im Lach-Yoga, in der Lach-Yoga-Session normalerweise kein Wasser zur Verfügung. Ja, und ja, wenn du halt eben Lach-Yoga im Wasser machst, dann ist das natürlich ideal. Ja, oder eben für dich alleine. Also ich will ganz kurz erklären, was wir oder bei mir dann in einer Stunde machen. Wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht diejenige, derjenige bist, die zum ersten Mal kommen, dann gibt es den sogenannten heißen Stuhl, wo du dich mittig draufsetzt im Kreis, umrundet von uns allen. Und dann frage ich dich, ja, wie würdest du jetzt gerne eine Lachdusche haben wollen? Darf die laut sein? Soll die leise sein? Soll die so richtig dröhnen, niederprasseln oder ganz sanft leise niederregen? Oder ja, welche Töne sollen die machen? Weil ich weiß nicht, ob du das registriert hast. Natürlich kommt ja auch ein Ton dabei zustande, wenn da eine Dusche läuft. Und wir haben es im Lach-Yoga so, dass ich dann frage, ja, welchen Vokal würdest du gerne hören wollen? Wenn wir lachen, wir können ja auf verschiedenen Vokalen lachen. Auf A, O, I, oder ne, zum Beispiel. Ja, und jetzt nimm dir einfach mal diesen Vokal als Beispiel, den du jetzt gerade spüren möchtest. Und ja, genau das machen wir dann eben, dass wir dann diese Lachdusche herabregnen lassen. Im Normalfall ohne Berührung, das heißt ohne, dass wir jemanden richtig antupfen, aber denjenigen, den wir können, da können wir auch noch fragen, mit Berührung oder ohne Berührung. Mit Berührung ist das natürlich noch mal ein bisschen intensiver, das erleben können, das fühlen können. Ah, ja. Und jetzt lade ich dich ein, das für dich einmal einfach mit mir nachzuvollziehen. Das heißt, wir haben entweder eine Handdusche oder wir stellen uns vor, die Dusche, da stehen wir jetzt drunter und dann regeln wir die. Natürlich regeln wir auch die Wärmestufe, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ganz kaltes Wasser ist nicht so meins. Das darf gerne ein bisschen wärmer sein. Und ja, irgendwann hast du deine angenehme Temperatur
eingestellt und das Wasser rieselt auf dich herunter. Und natürlich hast du auch eingestellt, wie stark das sein soll, ja? So dass es vielleicht nur tröpfelt oder richtig runterprasselt. Und dann machst du einen eigenen Ton dazu, nämlich der Ton, der dir gerade entspricht. Das heißt, du hast vorher Folgendes gemacht, dass du nämlich mal reingespürt hast, wo bist du denn da gerade gefühlsmäßig? Ja? Dass du das bitte vorher machst, bevor du unter die Dusche gehst. Wo bin ich da gerade? Und ja, wie viel Dreck ist da an mir, in mir, was gerne rausgewaschen werden kann, abgewaschen werden kann. Und genau das ist diese Idee, die du dabei mit festhältst. Und dann kannst du zum Beispiel sowas wie ah machen oder oh, weil du spürst, dass dir das gut tut. Und ja, auch das ist eine Idee, die ich jetzt für zukünftige Runden habe, dass du, der du in der Mitte sitzt, dann auch entsprechend selber von dir einen Ton geben kannst, das ausdrücken kannst, ja, dass du eben dieses Gefühl rauslässt und dadurch noch besser klar hast, was das für ein Gefühl bei dir ist. Und ja, es sollte möglichst ein gutes Gefühl sein, natürlich. Also stell die Dusche richtig ein, auf die richtige Temperatur, auf die richtige Dosierung. Wie hart kommt das? Wie weich fällt das? Und dann kannst du natürlich gerne auch für dich selber, zum Beispiel, wenn du eine Lachdusche dir geben möchtest, ein ah, dann verreibst du das, ja, machst alles sauber quasi und auch innerlich sauber. Dadurch, dass du das immer wieder neu ansetzt. Oh, ja, kannst du in das Fühlen kommen. Und das machst du bitte gerne so lange, weil das ist jetzt kostenlos. Das kostet nichts, außer dass du ja diese Intention da reinbringst. Und dann fühl das genau und fühl mal, wie vielleicht Dinge rausgewaschen werden, die du nicht mehr gebrauchst. Und wie gesagt, mach gerne einen eigenen Ton dazu, indem du dann eben erst einmal dieses Gefühl rauslässt, so, oh, ja, endlich, oh. Und dann spürst du auch, dass da weiteres transportiert wird dabei, nämlich auch ein Wohlgefühl. Und dann stell dir vor, dass da eine Farbe jetzt mit herauskommt. Also dieser ja klare Strahl bisher, der wird jetzt mit einer Farbe durchmengt. Eine Farbe, die du dir vorstellst, wo du merkst, okay, die könnte ich jetzt gerade gebrauchen. Ah, jetzt ein bisschen gelb. Ah, ja. Ah. Oh, ich könnte aber auch grün gebrauchen. Und so probierst du einfach mal alle Farben durch, die dir einfallen. Und es können auch Mischfarben sein oder ja, Fantasiefarben. Oder Farben, die ja bisher gar nicht so in deinem Sinn waren. Und du probierst sie einfach mal aus und denkst, wie wäre jetzt so ein glitzerndes,
Rot. Oh. Ja, mach gerne diese Übung so lange, wie wir jetzt schon hier zusammen sind, dass du dir Zeit nimmst. Und das könnte zum Beispiel eine Eingangsübung sein für dich morgens früh. Und du kannst es natürlich morgens früh dann vielleicht auch ja, kombinieren mit der richtigen Dusche. Und dass du unter der Dusche stehst und da von alleine schon das Wasser fühlen kannst und deshalb direkt im Fühlen bist und es da einfacher für dich ist, dieses Wohlgefühl, diese Freude in dir zu spüren. Und dann anschließend, ja, diese Freude und diese Liebe, dass das, dass du dir das gegönnt hast. Danke, dass ich das gemacht habe, dass ich daran gedacht habe, mir die Zeit zu nehmen für mich. Ja. Und dann braucht es vielleicht gar keine andere Übung mehr, weil du genügend jetzt wieder aktiviert hast von Freude, Wohlgefühl. Und dann kannst du rausgehen, hinaus in die Welt und kannst dein Dingen machen. Und ja, ich freue mich, wenn du es wirklich mitmachst oder jetzt nach dem Ende, vielleicht hast du es bisher nur angeschaut, einmal wirklich ausprobierst und vielleicht gerade auch unter die Dusche gehst mit dieser Idee, die ich dir gegeben habe, besser gesagt, diese Ideen. Also auch, dass du jetzt eben die Farben mit hinzunimmst. Ich freue mich über eine Rückmeldung von dir und ja, wünsche dir, dass du wirklichen Erfolg damit hast. Ansonsten komm gerne zu einer Gruppendusche von uns allen, ja, in eine Lach-Yoga-Stunde von mir und dann kannst du sagen, wie du es gerne hättest. Vielen Dank und ja, fühl dich geliebt. Bis dann.